So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir einige Sachen erledigt. Zum einen haben wir das Milizlager, das Salzgänger-Milizlager von einem bösen Banditeneinfluss befreit. Und in der heutigen Folge werden wir uns noch die restlichen Aufgaben von Koh San Seth stellen. Denn hier sind einige Harpünen wieder eingefallen. Und nein, die Söldlinge sind nicht mit vertreten, sondern irgendeine andere Rasselbande, die aber nur den Leuten das Gold abknüpft. Und wir sind da gerade dabei, den Söldnern wieder ja. Kommt jetzt mal hier irgendwas? Nee. Ach, das ist so cool. Das finde ich voll cool, dass ich jetzt hier gar nicht mitkämpfen kann, weil ich zu spät kam. Toll. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist mir gerade so doof. Wir werden erstmal Leisha suchen gehen. Und dann werde ich mal gucken, ob wir dann vielleicht dann nachher nochmal zu dem Dolm gehen. Spelling Hostess. Aber wenn wir schon mal kurz hier sind, machen wir noch den Wegschrein hier. Oder? Wir haben ja Zeit. Uns hätte es ja gar nicht. So, Dankeschön. Und jetzt suchen wir mal Leisha. Leisha. Können nicht mal einfache Namen haben, wo man weiß, wie man sie auszusprechen hat. Ich kann mir die noch nicht einmal merken, wenn ich den einmal gehört habe. Ich muss den, keine Ahnung, fünfmal hören, ne, ich dann ungefähr weiß, wie er ausgesprochen wird. Und wo haben wir denn jetzt hier unsere erste Spur? So. Immer ein Dorfbewohner. Die Leiche ist in einem schlimmen Zustand. Es sieht aus, als ob dieser Mann von wilden Tieren angefallen wurde, als ihn sein Ende ereilte. Die Leiche noch suchen. Auf den zweiten Blick weist die Leiche auch überall blaue Flecken auf, als ob der Mann in einen Faustkampf verwickelt gewesen wäre. An seinen Handgelenken finden sich zudem Seilmale. Es sieht nicht so aus, als ob die Harpyne diesen Mann versteppt hätten. Nämlich die Söldner. Es sind bestimmt die Söldner gewesen. Aber glaubt mir einfach nicht, Magistrat. Okay, euch müsste ich jetzt mal kurz töten, weil ihr mir gerade im Weg steht und ihr sowieso von mir getriggert werdet. Obwohl ich eigentlich nur in Ruhe hier durchgehen möchte. So. Leisha? Ihr seid am Leben. Ich dachte, sie haben vielleicht auch euch mitgenommen. Seid ihr verletzt? Ein bisschen. Die Söldner entschieden, dass ich tot mehr wert bin als lebendig. Sie warfen mich zusammen mit ein paar anderen ins Freie. Zusammengeschlagen und gefesselt. Dann kamen die Schakale. Dank den Harpyen endete ich nicht wie die anderen. Die Harpyen haben euch geholfen? Nun, diese eine tat es. Und sie brachte ein paar von ihren Freundinnen mit. Sie verjagten die Schakale und brachten mich zu einem sicheren Unterschlupf. Wir müssen die Söldner aufhalten. Ehe noch mehr Unschuldige sterben. Ob nun Harpyien oder Leute aus Koh San Seth. Dann lass uns zurück nach Koh San Seth gehen und sie zur Rede stellen. Wir brauchen nicht noch mehr Blut vergießen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, diese Sache ohne einen Kampf zu beenden, dann müssen wir sie nutzen. Ich habe da eine Idee. Sucht meinen Vater. Auch nicht den. Bittet die Harpyie da draußen, euch in die Stadt zu bringen. Ich folge euch gleich ja, nach. Ja, aber ich müsste noch mal ganz schnell zu dem Dolmen gehen. Beziehungsweise einfach warten, bis er wieder getriggert wird. Und wird er euch dann einfach nochmal dazu holen und euch dann teilhaben lassen an diesem wundervollen Kampf. Obwohl, warte mal, ich könnte natürlich auch hier nochmal hingehen. Ich glaube, das ist so eine 5- oder 7-Minuten-Marke, die da verstreichen muss. Haben wir sonst noch irgendwas? Haben wir noch Wohlenfellverlies, aber naja, gut. Ich würde mal kurz diesen Cut machen und hole euch dann dazu, wenn der Dolm wieder erscheint. So, und da bin ich wieder. Und ich hoffe mal, dass dieses Mal alles soweit funktioniert. Aber ich habe jetzt diese bösen Kultisten angegriffen. Das heißt, ich bin jetzt Teil des Dolmens. Oder Teil des Kampfes gegen den Dolmen.
oder? Leute. Warum? Was ist denn das überhaupt? Was ist denn da los mit TSO? Warum? Die spawnen wohl zu langsam, oder was? Ja, den nehme ich noch mit. Vor allem, warum sind denn auf einmal so viele Spiele? Ist es jetzt irgendwie gerade so voll in die ganzen Dolmen irgendwie wegzuknallen? Dass hier immer, keine Ahnung, so um die 50 Spieler sich hier rumtummeln? Ich meine, ich freue mich, ne? Aber es ist trotzdem ein bisschen, ja, merkwürdig. Aber irgendwie hat es so gut wie niemanden immer mal interessiert. Ihr müsst mich jedes Mal besiegen. Ja. Ich muss euch nur einmal besiegen. Das stimmt auch wieder. Wer bist du? Ein schrecklicher Fleischkloss. Klotz. Koloss. Wenn ihr den nächsten zerstört habt, wird dieser uns. Das ist ja cool. Ich will auch so eine Magie wirken können. Oh Gott. Hilfe! Ruhe! Gut. Hätten wir das alles erledigt, meine Güte, das war jetzt gerade nervend aufreibend. So, jetzt werden wir uns auf jeden Fall den Ritt noch von der Habhöhe abholen. Und dann will ich eine saftige Entschuldigung von ihrem Vater haben. Mir sowas unterstellen, ist gleich ja fast schon Rufmord. Ja. So, wo ist die andere Tante? Hier. Hallo, ich hätte gerne einen Ritt nach unten. Ja, Bühe scheint weder Angst zu haben, noch aggressiv zu sein. Welcher Art Lehi sagt, ihr könnt mich zurück in die Stadt bringen. Der Bühe scheint darauf zu warten, dass ihr etwas sagt. Ich bin bereit zum Aufbruch, wenn ihr mich mitnehmt. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt noch kommt. Aber ich glaube, gegen daneben kämpfen wir gegen die Tante. Das kann ich schon gar nicht mehr sagen. Ja. Ah, noch schön aufs Steißbein. Ah, jetzt muss ich erstmal hier mir einen Krankenschein holen. Ihr seid hier. Habt ihr meine Tochter gefunden? Sie ist in Sicherheit. Die Söldner waren es, die sie entführt haben. Was? Das ist doch lächerlich. Warum würden Sie die Leute entführen wollen, für deren Schutz ich sie bezahle? Ihr könnt Lächer selbst fragen, wenn ihr mir nicht glaubt. Das werde ich. Wo ist sie? Ist sie das da drüben? Ihr habt vielleicht Nerven, direkt vor meiner Nase über mich herzuziehen. Und doch. Ihr habt unserer Stadt lange genug Schande gemacht. Da, ein verfaultes Ei. Glaubt nicht, das sei vorbei, Kind. Versammelt alle, die auf unserer Seite stehen, um diese faulen Eier aus der Stadt zu vertreiben. Guck mal, wie hier rumläuft. Die Toten können nicht verzeihen, aber ich kann es. Steht uns bei. Diese... Ja, ja, jetzt rennt sie weg. Rennt nur weg. Das ist die, die Leja gemeint hat. Ja. Los geht's! Los, jetzt tun wir den hier mal richtig Zeit, eins dass wir diese Scharlatane aus auswischen. Unserem Dorf jagen. Genau, so sehe ich das auch. Mit Mian an eurer Seite wird es Leja auch gelingen. Sagte, dass ihr kommen würdet. Gehen wir rüber zum Wachhaus. Die Hapyien haben sich um dieses Gebäude versammelt. Wie es scheint, haben die Söldner etwas genommen, was genauso wertvoll sein muss wie die Hapyien-Eier. Was meint ihr, was hier vorgeht? Ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen das Wohlwollen unserer geflügelten Nachbarinnen zurückgewinnen. Sogar mein Vater ist gerade da drin, um über den Abzug der Söldner zu verhandeln. Sie sollten bald wieder herauskommen. Die Einheimischen, meine ich. Sie wollen daneben selbst aus der Stadt werfen. Und wenn sie es immer fort ist? Sie ist ein Feigling und eine Schlägerin. Sobald ihr wahres Wesen erst einmal enthüllt wurde, wird mein Vater sie nicht mehr nach Kosanzet hineinlassen. Wir müssen das, was sie gestohlen hat, den Hapyien auf dem Balkon zurückgeben. Balkon. Geht hinein und findet es. Ich werde versuchen, sie davon zu überzeugen, dass wir alle immer noch Freunde sind. Okay, wenn ihr das sagt. Fasst mich nicht an! Ich möchte die aber... Eure armselige Stadt wird ohne unseren Schutz nicht überleben. Doch, wird es. Und wascht euch erstmal. Genau, härter. Wir kommen auch ohne euch zurecht. Geht und kehrt niemals zurück.
Und wir werden auch jeden anderen verjagen, der uns das Leben schwer machen will. Na, da guckt ihr ganz schön blöd, was? Möge die Wüste eure verfluchte Stadt holen. Sehen wir euch wieder, werfen wir euch den Habyen vor. Das hätte ich eigentlich jetzt gemacht. Ich hätte die dann auch gefesselt und hätte da gewartet. Matriarchin der Habyen. War das der Grund, warum sie uns überhaupt angegriffen haben? Oh na. Ich glaube, ich hätte mich da irgendwo auf einen Felsen gesetzt mit einem Gläschen Wein und hätte dann zugeguckt, wie die Schakale dann daneben. Ja, in Stücke reißen. Ich glaube, das wäre für mich sehr, sehr, ja, zufriedenstellend gewesen. Da haben die jetzt die Matriarchen umgebracht. Das sind solche Idioten. Ich weiß nicht, ob die Harpyien uns jemals vertrauen werden. Vielleicht ist dies der erste Schritt. Was denkt ihr? Wer weiß, wie lange diese Unholde die Harpyien verärgert haben, nur um über diese Stadt herzufallen. Wenn ich nicht rechtzeitig zurückgekommen wäre und nicht eure Hilfe gehabt hätte, würden sie weiterhin mein Volk und diese Harpyien terrorisieren. Was soll ich mit der Leiche der Matriarchin machen? Gebt sie mir. Ich muss ihnen ohnehin noch ihre Eier zurückbringen. Dann kann ich sie gleich mitnehmen. Es scheint, als wäre ich noch eine Weile hier. Obwohl wir in vielen Dingen anderer Meinung sind, wird mein Vater Hilfe brauchen, um das Vertrauen der Stadt zurückzuerlangen. Und ich vermisse diesen Ort, trotz der Harpyien und allem. Kommt jetzt noch was? Anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Ich muss einfach mal sagen, wir gehen hier unten nochmal entlang. Das heißt, in diese Richtung. Könnt ihr mir etwas zur Hand geben? Nein, ich bin gerade dabei, woanders hinzurennen. Außerdem habe ich eurer Stadt schon bereits geholfen. Und das ist das Mindeste, was ich tun konnte. Das muss ich leider weiterreißen. Wenn ich die daneben noch einmal sehe, dann schwöre ich euch. Oh, dann kann ich mich nicht zügeln. Sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Überhaupt nicht. So. So, hier hatten wir Sperlingshorstes. Interessanter Name, ne? Und... ja. Und da haben wir schon wieder jemanden. Darius. Wirklich keine Gnade. Nein, kennt sie nicht. Nur die Toten und die Verzweifelten stranden in diesem Teil der Wüste. Ihr scheint weder noch zu sein. Also müsst ihr eine sehr tapfere Frau sein. Wollt ihr die verfluchten Böden betreten? Die Tränen der Entehrten? Was sind die Tränen der Entehrten? Es ist ein Ort des Zerfalls. Ein Ort, den selbst die Götter übersehen. Der Ort, an den man die entehrten Toten bringt. Wenn man so viel Schande über sich gebracht hat, dass sie nie mehr getilgt werden kann, dann wird der Leichnam hier einfach abgelegt. Ungewaschen und ungeweiht. Was macht ihr hier? Die sterblichen Überreste meiner Frau wurden zu Unrecht hierher gebracht. Sie war eine gute Frau. Ich bin gekommen, um ihre sterblichen Überreste zu weihen. Doch das hat sich als schwierig erwiesen. Ich frage mich, ob ihr mir vielleicht helfen könntet. Wenn ja, dann kommt zum Tor der Begräbnisstätte und ich erkläre es euch. Ich werde euch an den Toren treffen. Und dann haben wir noch ein Verlies. Das können wir dann gleich nach dieser ganzen Sache machen. Das werde ich schon mal hier auswählen, nicht, dass wir es vergessen. Und dann haben wir daneben ja auch noch eine Aufgabe, die auf uns wartet. Wie ihr sehen könnt, ist dies ein furchtbarer Ort. Sie werfen die Körper einfach überall hin. Und die Räuber, diese Harpyien, fressen sich daran satt. Meine Saria, sie verdient das nicht. Sie hat nichts falsch gemacht. Wie sind ihre sterblichen Überreste hier gelandet? Es war die Schuld ihres älteren Bruders, dieses dreckigen Diebs. Er hat sie ausgenutzt. Er kam zu Saria, als er auf der Flucht vor gefährlichen Leuten war, denen er eine ganze Menge Geld schuldete. Er hat sie gebeten, ein paar Dinge zu verkaufen, die er und seine Freunde besorgt hatten. Und das war Diebesgut. Ja, und Saria wusste das.
Doch ihr Bruder hatte versprochen, sich ehrliche Arbeit zu suchen, sobald er seine Schulden beglichen hatte. Also wollte sie ihm helfen. Doch dann kamen er und seine Freunde zurück und wollten, dass sie noch mehr Diebesgut für sie verkauft. Sie haben ihr sogar mit Gewalt gedroht. Was hat sie getan? Sie meldete sie der Wache. Aber da hatte man ihr schon Beweise untergeschoben, dass sie einige kostbare Edelsteine gestohlen hatte. Am Ende wurden alle hingerichtet. Sogar meine arme Saria. Also frage ich euch nun, wärt ihr bereit, ihre sterblichen Überreste zu weihen? Habt ihr irgendwelche Beweise für ihre Unschuld? Nein. Wenn ich einen Beweis hätte, dann hätte ich ihn schon längst präsentiert und vielleicht ihr Leben damit gerettet. Doch wie die Dinge stehen, erwarte ich nicht, sie entlasten zu können. Ich bitte nur darum, dass ihre sterblichen Überreste geweiht werden. Ich verstehe euer Zögern. Vielleicht würdet ihr es einmal in Erwägung ziehen. Nun gut, ich werde darüber nachdenken. Nehmt diese Begräbnisöle und führt die Weihe durch. Ihr werdet Sarias Leiche daran erkennen, dass sie einen hölzernen Ring trägt, den ich ihr damals zur Hochzeit schenkte. Ein hölzernen Findet Ring? Findet ihre sterblichen Überreste und gießt das Öl auf sie. Das ist alles, was ich mir erbitte. Ich verstehe, wartet hier. Ich komme wieder. Gut, dann werden wir uns erstmal hier umschauen. Wer denn von den Toten eventuell Saria gewesen sein könnte. Und schön gegen Japynen kämpfen. Yay, so gefällt mir das doch. Aber ich hasse ja auch da eine Himmelsscherbe. Was mich umso mehr freut, hier gelandet zu sein. So. Haben wir nicht eigentlich... Nein, das wollte ich doch gar nicht. Naja. Der hölzerne Ring, den Darius erwähnt hat, ist an dieser Leiche nicht zu finden. Gut, wen haben wir hier? Hallo, guten Tag. Ah, oh, das sieht mir auch sehr schmerzhaft aus. Ach, da haben wir ja Saria. Anhand des hölzernen Rings an der verwesenen Hand der Leiche erkennt ihr, dass es sich hier wohl um Saria handelt. Darius könnte den Ring als Andenken an seine Frau haben wollen. Wenn ihr hier seid, um meine Überreste nach den Edelsteinen zu durchsuchen, die ich angeblich gestohlen habe, dann seid ihr sowohl feige als auch dumm. Hier findet ihr keine Edelsteine, nur die Leiche einer guten Frau, die diese Schmach nicht verdient hat. Euer Mann schickt mich, um eure sterblichen Überreste zu weihen. Nein, halt! Bitte tut das nicht. Es ist lieb von Darius, dass er versuchen will, das für mich zu tun. Aber ich bin noch nicht bereit, zu den fernen Ufern zu gehen. Mein Leichnam wurde hier für ein Verbrechen abgelegt, das ich gar nicht begangen habe. Und ich würde mich gern von diesen Vorwürfen entlastet sehen, ehe ich Ruhe finde. Könnt ihr eure Unschuld irgendwie beweisen? Ja. Die Unholde, die mir das angetan haben, mein Bruder und seine Freunde, ihre sterblichen Überreste sind ebenfalls hier. Sie haben mir den Diebstahl wertvoller Edelsteine untergeschoben. Doch in Wahrheit haben sie die Edelsteine heruntergeschluckt. Mhm. Sie starben mit dem Beweis meiner Unschuld in ihren Bäuchen. Die Edelsteine sind also hier in dieser Begräbnisstätte? Ja, weil die Leichen dieser dreckigen Hunde inzwischen verwest sind, sollten die Edelsteine freilegen. Wenn ihr diese Edelsteine bergen könntet, dann würde das meine Unschuld beweisen. Ich werde die Edelsteine bergen. Oh, möge Tobaka eure Seele segnen. Das wird äußerst befriedigend werden. Sucht nach den Leichen meines Bruders Tadret, Hillitz der Klinge und Islaivs des Wegelagerers. Ich vermute, dass ihre Geister erscheinen werden. Vielleicht tue ich das, um dabei zuzuschauen, wie ihr sie niedermacht. Wie ihr wünscht. Na gut, dann werden wir uns die Sachen nochmal uns hier näher anschauen. Und ich muss sagen, ich hatte ja dann irgendwann auch keine Lust mehr. Da hatte ich dann immer gesagt, ah nein, seid froh, wenn ihr überhaupt geweiht werdet. Dies live, der Wegelagerer, dreckiger. Aber jetzt mache ich das mal, ihr zuliebe. Ihr habt uns zuerst hintergangen. Aber vielleicht haben wir dann auch Gewissheit, ob sie wirklich unschuldig ist. Ich meine, also ich glaube ihr schon.
Aber dass vielleicht auch dann ihr Mann ihre Unschuld beweisen kann, dass sie dann jetzt nicht in der Erinnerung bleibt, dass sie jetzt hier etwas Schlimmes getan hat, sondern dass sie wirklich nichts dafür konnte. Tadret, deine Schwester zu sein, war meine größte Schmach. Du widerst mich an. Zeigt euch! Boah, vor allen Dingen diese ganzen Knochen, ey. Sogar im Tode. Nein, ist sie nicht. Sondern nur ihr, weil ihr glaubt, mich besiegen zu können. So, jetzt haben wir gleich den Tadret. Gleich. Und zwar jetzt. Und da haben wir noch den letzten Mann. Hillet, die Klinge, feige Lügnerin. Zeigt euch. Da seid ihr. Ihr habt bekommen, was ihr verdient, liederliches Weib. So, hallo. Nee, warum ist denn die hier nicht halbiert? Jetzt ist sie halbiert. Nein, das wollte ich. Da-da, damit ist auch erledigt. Und haben sogar Kriegergilde Rang 8 erreicht. Mögen die bösen Seelen dieser Mistkerle auf ewig hier schmoren. Jetzt müssen wir nur noch das Übel ungeschehen machen, das sie mir im Leben angetan haben. Wenn ihr die Edelsteine zurück zu Darius bringt, kann er sie den Behörden vorlegen und meine Unschuld beweisen. Dann findet euer Geist nun Ruhe. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Vielen Dank für euren Anteil daran. Jetzt bin ich bereit, zu den fernen Ufern zu gehen. Bringt meinen Ring und die Edelsteine zu Darius. Ich weiß, dass er diese Sache zu Ende bringen wird. Und in diesem Wissen finde ich Ruhe. Dann seid ihr dafür bereit, dass ich eure sterblichen Überreste weihe? Das bin ich. Tut, weshalb ihr hergekommen seid. Lebt wohl. Findet Frieden, Saria. Ja. Nun gut, da werden wir uns jetzt nochmal kurz zu dem Wegschrein hier aufmachen. Nicht Wegschrein, sage ich schon. Zum Mundusstein. Und werden jetzt erstmal hier. Ach ja, nach Yildusum oder so geht. Ach nein, da muss ich ja wieder gucken. Wegen diesem einen Lema-Stück. Ach naja. Der gelehrte Gailane Marillier behauptet, dass Yildusum wohl am besten mit mechanisches Paradies übersetzt werden kann. Allerdings ist Helvé Gelein der Meinung, dass die Übersetzung Dampfschrank es besser treffen würde. Darüber kann man sich dann wieder streiten. Ach, es würde mich so interessieren, was mit dem Helvé-Mann passiert ist. Ach, ich hoffe mal, die werden wirklich ein DLC rausbringen. Oder meinetwegen in dem nächsten Elder Scrolls Band. Ja, erwähnen. Tarayas Tagebuch, 19. Eintrag. Nach all dieser Zeit könnten wir es endlich gefunden haben. Ich habe meinem Mann vor einigen Tagen geschrieben, um ihm mitzuteilen, dass ich möglicherweise weiß, wo sich das Auge des Wächters befinden könnte. Er taucht heute Abend mit seiner Gruppe aus randalierenden Forschern auf. Das Pack brach gleich Pögelfleisch und Wein mit zur Feier des Tages. Die Mancher freut sich über die Ablenkung, aber noch haben wir das Auge nicht gefunden. Mein lieber Mann von Quintus scheint das nicht zu verstehen und bestand darauf, dass ich ihm alles über das Auge des Wächters und Wohlenfell und seinen Standort erzähle. Alles, was ich weiß. Muss gerade überlegen, Wohlfeld haben wir ja schon gesehen. Mir gefällt der Blick dieser heiteren Truppe nicht. Sie tuschen in der Ecke immer miteinander. Es ist eine Schande, aber ich vertraue meinen Mann nicht. Aber ich brauche die Arbeitskraft, die er mit sich bringt. Ich bin erschöpft. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Meine Mannschaft braucht ein gutes Essen und eine Nacht erholsamen Schlafs. Und ich auch. Ich habe die Position von Wohlfeld in diesen Eintrag festgehalten. Abnarf nur für den Fall... Abnerv, nur für den Fall, dass ihr das lest. Ja, ich weiß, dass ihr mein Tagebuch lest. Exzentrischer Sonderling. Und ich weiß, dass ihr morgen so betrunken sein werdet, um bei Tagesanbruch mitzuhalten. Folgt es einfach so gut ihr könnt. Mhm. Interessant.
Okay, jetzt werden wir uns hier nochmal wundervoll umgucken dürfen. Kaiserliche Duolenten, ja, herzlichen Glückwunsch, dass ihr hierher gefunden habt. Aber ihr werdet jetzt hier sterben. Das tut mir natürlich außergewöhnlich leid. Das ordentlich hinzubekommen. Ja. Was ist eigentlich mit dem Thema jetzt? Camp, können die auch gegeneinander kämpfen? Nein. Benutzt dreimal ultimative Fähigkeit. Ja. Und sterbe ich jetzt hier fast? Oh, ich glaube es ja nicht. Meine Güte. Ist es gerade wirklich der Ernst, dass ich gerade hier sterbe? Was? Oh Gott, jetzt muss ich mal kurz hier warten. Das wäre ja jetzt peinlich gewesen, wenn ich wirklich jetzt gestorben wäre. Ich glaube, dann hätte ich mich erstmal in die schämliche Ecke gestellt und leise vor mich hingeweint. Nee, komm, geh weg, ey. Keine Fähre, ey. Darauf habe ich jetzt wirklich keine Lust. Das hat mir gerade schon mit dem Centurio gereicht. So. Also hier haben wir schon mal die Himmelsscherbe gefunden. Das ist sehr schön. Schnell. Ja, hallo. Warte mal, habe ich da gerade glitzern sehen? Nee. Och Mann. Okay, hier scheint es auch nicht zu sein. Hier haben wir wieder eine Fähre. Hallo, guten Tag und tschüss. Hier haben wir kaiserliche Duolenten. Das freut mich auch, dass ihr hierher gefunden habt. Frage ich mich, wie ihr das hierher geschafft habt. Wahrscheinlich durch irgendein Portal. Das Gold aufzuteilen. So, jetzt wird es lustig werden. Jetzt wird es richtig lustig werden. Das ist einfach das hier, weil so kriege ich nämlich noch ein kleines bisschen wie Heilungszeug. Ausschwärmen. Was bin ich denn auf einmal so schlicht? Muss ich hier irgendwas reparieren? Habe ich überhaupt zum Reparieren? Ist ja, achso. Ah, sehr schön, das habe ich jetzt. Okay, gut, da hätten wir Platz geschaffen in unser Inventar. Da freue ich mich ganz doll darüber. Was haben wir denn hier mal irgendwo dann dieses blöden Gegenstand? Bewegung! Hä? Nee, das wollte ich ja gar nicht. Ja, kommt. Haben wir hier irgendwo das? Auch nicht. Achso, Hauptmann Cantilius. Ach, gegen euch muss ich sowieso kämpfen. Das hätte mir ja fast in die Arme gelaufen. Ja, ist halt ja richtig doof. Warte mal, da kann ich doch eigentlich... Warten Sie. Ach, da haben wir ja. Da, ich sehe es. Da habe ich dich gefunden, linker Arm des Konstrukts. So, jetzt rennen wir mal ganz entspannt hier raus. So richtig entspannt halt. Ja, ja. Angelt nur euch die Freude des Lebens herbei. Na, ich habe es gleich geschafft. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ich bin dann mal weg.
Aber muss ich mal kurz gucken, wer kommt denn jetzt mir alles hinterher gestiefelt? Die hier. Okay. Haben wir das hier nochmal? Meine Güte, warum sind die alle so stark? Was ist denn hier dein Problem? Nein, das wird ja mal grenzwertiger bei mir. Habe ich das Gefühl, dass ich jetzt noch schwächer als zuvor bin. Dabei habe ich ja Champions-Punkte ausgegeben gehabt. Gut, kann natürlich sein, je mehr ich ausgebe, desto höher wird dann auch, je höher werden auch die Attribute der Gegner. Aber das ist ja dann doof. Das würde ich dann nicht ganz so cool finden, wenn das wirklich so ist. Beziehungsweise, nicht anders gesagt, vorher war das ja so, mit jeder Stufe, die man höher gestiegen ist, haben sich ja die Attribute von einem selbst heruntergesetzt. Also das heißt, man hatte dann weniger Schaden, weniger Verteidigung, weniger Resistenz und musste somit dann immer die besseren Waffen ausgerüstet haben. So, da hatten wir noch das Gewölbe. Wie gesagt, das machen wir jetzt noch. Da haben wir zum Glück dann nur noch eins dann übrig. Das wird bestimmt irgendwo im Norden dann dort oben sein. Mal gucken. Obwohl eigentlich meine Attributwerte haben sich ja eigentlich auch gar nicht verändert. Ach, hier rein muss ich. Okay. Sand und Toast, Mine. Sand und Toast, ja, jetzt weiß ich, was ihr meint. Der Chef der Kupfermine südlich von Koh San Seht. In der Gruppe hat seit der Zeit von König Ramsay keiner mehr gearbeitet. Fragt sich nur, warum? Was inter was? Infernale Infusion hat. Das klingt jetzt nicht gerade sehr, gesund. Okay. Gut. Dann rennen wir mal hier durch. Hallo. Hallo. Was haben wir denn hier? Reva Miruda. Oder, ja, ich glaube, die heißt die Miruda. Ja, die heißt selber Miruda. Schnell. Ja, Spinne, kannst du jetzt hier vergessen, dass du dich an dir labst. So, hier haben wir wieder niemanden. Nehmen wir die zwei Herrschaften hier noch mit. Eigentlich müsste ich fast sagen, in dem Gefährten wäre das höchstwahrscheinlich ein bisschen einfacher. Da kann man natürlich dann auch sagen, dass ich diese ganzen offenen Verliese mit meinem Gefährten mache, weil so kann ich hier den ja auch hochleveln. Das dauert dann noch einige Folgen, ehe wir das dann machen. Oder halt diese Gewölbe. Das kann ich natürlich mit denen machen. Aber hier muss jetzt irgendwo mal die Himmelsscherbe sein. Also so weit kann es doch jetzt hier nicht entfernt sein. Anscheinend aber doch. Ach du meine Güte. Hallo und tschüss. Ach, da haben wir sie ja. Naja, habt ihr wohl Angst vor so einer kleinen Spinne? Auch seid ihr niedlich. Oder vor Spinnen. Haben wir noch jemanden? Ja, da haben wir noch die Spinne.
Hallo? 5? Was sagt denn eigentlich mein Inventar? Noch 10 Plätze frei. Okay. So, da werden wir wahrscheinlich dann hier den Endboss haben. Von den Seiten! Von den Seiten! Und dann was? Aber ich will auch so ein riesen Löwen haben. Das ist voll unfair. So. Wo haben wir denn jetzt hier den Boss? Ach, ich kann es jetzt nicht hochnehmen. Okay. Schlag zu! Wollen wir da hin? Nee. Aber wo ist denn euer Anführer? Jetzt mal im Ernst. Ich habe jetzt mal einen Pyromant, aber ich will ja auch einen Anführer haben. Wo ist denn der? Wo versteckt denn der Vogel sich? Was kann die Miezekätzchen? Ist er vielleicht hier irgendwo? Nee, ne? Außenrum! Ja, und dann was? Was ist denn damit außenrum? Verstellen! Ja, so, dann noch euch. Wo ist denn der? Der muss doch hier sein. Er geht nur zum Klauen in der Stadt. Nicht ist mehr gekommen. Ach ja, komm, lass mich mal in Ruhe. Ich muss euren Anführer finden. Den muss ich hier noch irgendwie... Ja... besiegen. Das ist der auch nicht. Meine Güte, wo versteckt denn der sich? Ja, hier rennen hier deine Runden durch. Weißt du, was wir das mal machen? Ich geh jetzt erstmal hier hoch. Auch Berg, geh mir jetzt mal bitte nicht auf die Nerven. Ganz hier, Brief an Padel. So. Nimm mal das mit. Der vor kurzem verfasste Brief ist nur leicht mit Sand benetzt. Fadel. Husa hungert. Viele Schlangen mag ich zähmen, aber niemand zähmt ihn. Die Wüste erzittert vor seinen schlangenhaften Begehren. Ihn verlangt nach frischem Fleisch. Schickt die Ahnungslosen in die Sand und toast der Mine. Husa muss sich laben. Miruda. Ich soll dieses Schreiben an mich nehmen und Fadel zur Rede stellen. Und die Fadel war ja dieses Pferd, oder? Okay, jetzt rennen wir mal kurz hier hoch und vielleicht haben wir ja hier... Wo ist denn dieser... Oh, da habe ich den... Nee, wo... Wo ist denn der? Oder warte, wir gehen jetzt mal hier entlang. Och, jetzt, och Leute, jetzt geht mir mal hier wirklich echt nicht auf die Nerven. Ich habe jetzt ja keine Geduld mehr für sowas. Ich suche euren blöden Anführer und er versteckt sich wie so ein Feigling. Ja, und ich sterbe hier fast. Aus unerklärlichen Gründen sterbe ich jetzt hier immer. Gehe ich nochmal hier entlang. Und schaue mich hier nochmal um. Hier haben wir noch die Spinne. Das muss dann wahrscheinlich nicht unbedingt der Anführer sein, aber halt dieser von diesen Spinnen oder so. Irgendeiner muss doch hier dieser blöde Anführer sein. Was mache ich denn? Ich will die 5.
Das war nämlich schon bei der 40. Minute, weil ich das einfach nicht gebacken kriege, den hier irgendwie zu finden. Hauptsache, ich kriege eine Anleitung. So. Das ist mir zu doof. Ach, hier muss ich... Sag mir das doch mal bitte. Das ist ja gemein. Hallo? Nicht aufhängen. So. Haben wir das geschafft? Jetzt renne ich aber mit einem Affenzahn raus. Das ist mir jetzt richtig zu blöd gewesen. Aber ich hätte eigentlich mir das denken können, dass ich das hoch muss. Normalerweise gucke ich mir noch jedes Action genau an, nur dann, wenn ich es am meisten brauche, dann tue ich das natürlich nicht. Nun gut, wir haben es jetzt geschafft. Das war doch relativ erfolgreich. Ausschwärmen! Nee, ich wollte die 1 nehmen. Aufteilen. Aber ich glaube, so viele Banditen habe ich noch niemals jetzt in dem Let's Play besiegt. Zumindest in einem Verlies. Na komm. Weiter. Ach, das haben wir fast vergessen. Und jetzt kommen zu mir meine kleinen Schätzelein. Und ihr auch nochmal kurz hier, Pyroman. Ihr habt trotzdem keine Chance gegen mich, auch wenn ihr das euch so sehr wünscht. Jetzt haben wir es endlich geschafft. 43 Minuten, meine Güte, so lange ist seit langem keine Folge mehr geworden. Aber naja. Nun gut, da werde ich auf jeden Fall jetzt die Folge beenden. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall mit dem Darius reden und ihm die Edelsteine übergeben, damit er die Edelsteine dann an die Typen, was ist das, Fadil, an die, ihr wisst schon, Wachen übergeben könnt und dann somit die Ehre seiner Frau wiederherstellen kann. Und in der nächsten Folge werden wir dann halt zum Darius gehen, dann nochmal zu Fadil, wir werden erst zum Darius, dann dorthin gehen und dann nochmal nach Kusanseet reisen und werden dann hier hoch uns alles weitere graben und dann mit Prinz Azar sprechen, denn ja, wir müssen natürlich noch die Wehren der Ansei bergen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei sein werdet.